Hallo YouTube! Im Video zur Kernspaltung haben wir den grundsätzlichen Unterschied zwischen Kernzerfällen und Kernreaktionen gesehen. Bei Kernzerfällen ist es eine zeitbedingte bzw. wahrscheinlichkeitsbedingte Reaktion des Kerns ohne äußere Einflüsse und bei Kernreaktionen gibt es einen äußeren Einfluss auf das Atom, weshalb es zu einer Reaktion kommt. Und man kann sich das ziemlich leicht merken, bei Zerfällen zerfällt der Kern einfach und bei Kernreaktionen reagiert der Kern auf irgendeinen äußeren Einfluss. Wir gucken uns einmal eine Kernreaktion an, die es vielleicht im Labor irgendwo gibt. Und diese Kernreaktion wäre zum Beispiel, wir haben ein etwas dickeres, ein Sauerstoff, O16 Atom. Und dieses O16-Atom beschleunigen wir. Ich werde später noch erläutern, wie man das machen kann. Dieses O16-Atom beschleunigen wir auf eine dicke, fette Wand. In dieser Wand sind lauter Bleimoleküle. Heißt Pb für Blei. Und sagen wir mal, ist es Blei 208, denn der entsteht ziemlich häufig. 208. Und wir haben jetzt so eine Wand, da sind jetzt ganz viele Blei, 208 Moleküle, Atome drin, nicht Moleküle, ganz viele Blei, 208 Atome drin und wir schlagen unser O16 da drauf und es kommt zu einer Reaktion. Und der erste Schritt bei einer Reaktion ist immer die Vereinigung beider Kerne. Das heißt, wenn wir ein O16 haben und wir hauen da drauf ein Blei 208. Dann müssen wir gucken, wie viele Protonen wir erstmal im neu entstandenen Kern haben. Das sind einmal 8 von Sauerstoff und Blei selber hat nochmal 82. Das heißt, der Kern, der hinterher entsteht, muss 90 haben. Und wenn wir in unsere Nukleinkarte gucken, beziehungsweise in jedes Periodensystem der Elemente, dann sehen wir dort, dass das Element mit der Ordnungszahl 90 Thorium genannt wird. TH. Und jetzt müssen wir noch gucken, wie viele Teilchen da insgesamt im Thorium drin sind. Das sind einmal 16 vom Sauerstoff und 208 vom Blei. Das heißt, es ist Thorium 200. 24. Was wir dann hinterher rauskriegen. Aber da es eine Kernreaktion ist, gibt es noch eine Besonderheit, die wir immer dran schreiben müssen. Der Kern, der rauskommt, ist ziemlich stark angeregt. Wir knallen einen dicken, fetten Ball in eine Wand hinein, sodass er drin stecken bleibt. Und dann kann man sich vorstellen, dass wenn man den Ball so krass in die Wand wirft, dass dann auch die Wand etwas angeregt ist. Nicht mehr in ihrem Grundzustand. Das heißt, hier haben wir eine sehr energiereiche Reaktion und hinterher kommt dieser angeregte Kern raus. Und die Besonderheit bei Kernreaktionen ist, dass es kein Kernzerfall ist. Beim Kernzerfall würden wir jetzt haben, oh, wir haben einen angeregten Kern, der strahlt ein bisschen ab und dann zerfällt er ganz normal weiter. Bei der Kernreaktion gibt es mehrere Möglichkeiten, der Kern reagieren kann. Und bei diesen Möglichkeiten ist auch die Möglichkeit der Gammastrahlung dabei. Das heißt, der Kern könnte auch Gamma strahlen und dann hätten wir einfach wieder Thorium 224 und zwar als synthetisiertes Element, das heißt künstlich gemachtes Element. Thorium 224 im Grundzustand. Aber es kann auch mehr passieren. Es könnte zum Beispiel passieren, dass durch die enorme Wucht da ein Neutron rausfliegt. Dann hätten wir hinterher übrig. Gucken wir einfach, ziehen wir ein Neutron von Thorium 224 ab. Die gleiche Anzahl von Protonen, das heißt, es ist immer noch Thorium, aber ein Neutron weniger, das heißt, es ist nur noch 223. Und das Ganze könnten wir auch mit einem Proton machen. Wenn durch die enorme Wucht ein Proton rausfliegt, dann könnte es zum Beispiel dazu kommen, dass es nicht mehr Thorium ist, sondern das Element mit dem schwierigen Namen, den ich so gerne ausspreche, und zwar Actinium. Und das heißt, ein AC hat es. Und
Da ein Kernteilchen weg ist, ist es nicht AC224, sondern nur noch AC223. Und es gibt natürlich noch mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel könnte da auch ein Alpha-Teilchen rausfliegen. Das heißt, ganzes, komplettes, dickes, fettes Alpha-Teilchen könnte rausfliegen. Und was dann passieren würde, ist klar. Erstens würde sich die Anzahl der Protonen um 2 erniedrigen. Das heißt, wenn wir von Thorium 2 runtergehen, dann kommen wir zu unserem geliebten Element Radium. Und wenn wir hier von 4 abziehen, dann haben wir Radium 220. Oder, und das ist wirklich selten, sowas passiert eigentlich kaum, es könnte theoretisch auch ein größeres Teilchen rausfliegen. Oder es könnte theoretisch auch eine spontane Spaltung stattfinden. Diese letzten beiden Sachen sind natürlich sehr selten, sowas, dass solche großen, gigantischen Teilchen rausfliegen. Aber wie wir bei Uran gelernt haben, geht das manchmal auch, dass man durch so eine Reaktion von, in dem Falle einem Neutron und Uran 235, dass man da dann diesen letzten Fall hier sogar fördern kann. Natürlich könnte es auch passieren, dass wir bei da einfach Uran 236 erstellen und der ein bisschen strahlt oder wieder Uran 235 rauskommt. Das hatten wir beides gesehen. Wir hatten beide Fälle mal angeguckt. Erstens, dass das Neutron so langsam ist, dass es einfach dran platscht. Und dafür strahlt der Kern dann ein bisschen und dann ist er wieder ganz normal. Oder wir hatten gesehen, dass das Neutron da sogar durchsaust. Das heißt, dass hinterher wieder Neutron rauskommt. Und das ist genau der Fall hier. Und heute wissen wir, dass sogar noch mehr hätte passieren können. Zum Beispiel hätte da ein ganzes Proton rausfliegen können oder vielleicht sogar ein Alpha-Teilchen. Die häufigste Reaktion, die aber passiert, wenn man die richtige Geschwindigkeit vom Neutron hat, ist natürlich die spontane Spaltung. Aber das nur bei der richtigen Geschwindigkeit. Ein Grund dafür, dass wir es hier nicht sehen bei Blei 208 bzw. Thorium 224, ist natürlich, dass diese Blei 208 oder Thorium 224 selber nicht normalerweise spontan zerfallen würden. Wenn wir das mit anderen Elementen machen würden, die etwas höher sind in dem Periodensystem der Elemente, dann kann da auch spontaner Zerfall stattfinden, zum Beispiel Uran oder Plutonium. Bei solchen Elementen ist es schon wahrscheinlicher, dass dort ein spontaner Zerfall stattfinden kann. Das soll es aber auch gewesen sein. Wir haben gesehen, bei einer Kernreaktion haben wir irgendwelche zwei Kerne treffen aufeinander und dann gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, was dann passieren kann. Von ganz normalem Gamma-Zerfall bis zu spontaner Spaltung. Eine letzte Sache aber noch. Da hört es natürlich nicht auf. All diese Kerne hier, die hier aufgezeichnet sind, sind radioaktiv. Das heißt, jeder einzelne Kern wird dann nach einer Zeit wieder zerfallen. Das heißt, das hier sind alles zeitabhängige Sachen, während das hier oben eine induzierte Reaktion war. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin aber noch viel Spaß. Tschüss.